Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin Saul. Ich bin der gute Rockstar. Ja, und wir haben letztens die, ich habe den Namen vergessen. Wir nennen sie einfach mal Vigo. Wir haben Vigo befreit hier vorne. Vigo, ja, Vigo. Vigo. Nee, Rita, Rita. Rita, Rita! Nee, Fringila. Die Vigo, siehst du? Der erste Gedanke war richtig. Fringila Vigo. Ja, die haben wir auf jeden Fall. Guck mal, er bückt sich schon für dich. Das ist Banksing. wo sollen wir hin? Auf dem Schiff trifft Philippa. Nee, wir sollen zum Schwalbentor. Zum Sonnenstein also. Ja. Also dann Brücke nach Kertbolde, oder? Nein. Einfach dahin, ne? Nein, besser. Besser. Du willst dahin fahren? Nein, besser. Schnell reisen? Ja, ich aber glaube, da war doch kein Hafen. Da ist ein Boot. Aber da war kein Hafen. Aber da war ein Boot. Also wird da ein Hafen sein. Warum kann ich dieses Boot nicht nutzen? Weil Arschloch. Jetzt gehen wir mal gucken. Ich denke, da oben ist ein Hafen. 500 Euro, wenn nicht. Dammit. Aber kannst du nicht auf dem Boot schnell reisen? Also vom Boot zu Boot? Nein, nein, vom Boot zu Boot gehen. Nee, aber das ist immer noch der schnellste Weg, statt über die Hügellandschaften. Stimmt. Aber ich wette mit dir, du musst auf den Berg rauf. Nee. Selbst wenn, ich wette, von dem Boot kannst du dahin. Ja, kannst du so ein Jetpack dann ausrüsten, ne? Und ja, dann, wegen geht das denn nee, Andreas, nein, like, nicht Jetpack, da ist ein Jet, der vertikal hochsteigen kann. Ach so, okay. Und so. Ja, natürlich haben die das da damals schon erfunden, ne? Das waren die Vorläufer. Ja, klar. So, mit Katapultsystem ja, und alles. Die, ja, natürlich, das haben die alles schon gehabt, nur das... Das haben die das nicht Wissen, eingesetzt, weil... Das Wissen ist vergessen worden und... Na, dann wurden jüngste Aufzeichnungen gefunden und dann hat man das nachgebaut und gesagt, boah, ist das Töfte und da sagen wir jetzt einfach, das war ungut. Ja. Weil die, die es widerlegen könnten, sind ja alle tot. Ja klar, so einigen wir uns drauf, dass wir dann die Erfinder des Kampfschutzes sind. Ja, das ist so nach dem Motto, ne, wenn im Wald ein Baum umfällt, keiner da ist, der ihn fallen hört, ist er dann wirklich umgefallen. Ja klar. Und meine Befürchtungen werden immer weiter wahr, aber was das soll dein Bier sein. Welches Bier? Natürlich das Bier, was du ausgetrunken hast. Was du angefangen hast. Ach, Bier. Bier. Oh, super. Freunde. Wo kommst du jetzt hier hoch? Ich bin ja noch gar nicht da. Bleib mal läscher. Okay, ich vertraue dir mal. Hier, warte mal. Guck mal, wie weit ich noch weg bin. Ja, okay. Da. Und da ganz ist das, ruhig. Und hier ist das Boot. Bleib ruhig, habe ich dir gesagt. Sollst du nicht immer hören, weißt du, ich habe immer recht. Auch wenn ich Unrecht habe, habe ich recht, weil ich könnte mich jetzt irren, ne? Aber ich habe trotzdem recht, weil ich recht habe. Weißt du, was ich meine? Nein. Okay, ich erkläre es nochmal. Ich habe recht, wenn ich... Ich habe immer recht. Ich habe... eine Meerjungfrau. Wieder in. Hi, Meerjungfrau. Ne, eine Sirene. Sag ich doch, eine Meerjungfrau. Ach, hau ab. Ich mag dir mit dir spielen, hau ab. Lass mein Boot in Ruhe. So, da musst du jetzt rein. Durchbleiben. Nee, noch nicht. Doch. Ja, doch, hier muss ich rein. Und da ist ein Boot. Und da ist ein Wegespunkt. Alte Gruft. Und was ist in der alten Gruft? Die Elfenruine. Und was ist in der Elfenruine? Philippa Eilhardt. Genau. Odol bringt's. Zack. Ey, dass du immer so schnell Eingänge findest, ne? Ah, da verbannt der Eingang. Großartig. Bye. Sieh dir das an. Hey, seh dir das an. Ja, bei puncto sehen, ne? Ja. Verbesserte Samum. Warte. Das will ich mischen. Weil die Samum-Bombe haben wir eventuell. Jetzt lass mich in Ruhe da. Arschloch. Arschkopf. So, Bomben. Bomben. Sag ich doch. Verbesserte Samum. Zack. Können wir machen. Dann macht's gleich noch mehr Bomben. Ja. Verbesserte Drachentraum. Das fehlt uns. Ein oder? Traum des Drachens. Gehen wir. Katze? Moment. Und jetzt? Lässt du dir neue Augen wachsen wie Wilgefortz? Ich weiß noch, als ich ihn umbrachte, da waren sie noch nicht ausgewachsen. Sahen ekelhaft aus, aber... Diesen Perversling erwähnst du wohl rein zufällig. Klar. Ich habe auch von einem reichen blinden Zwerg aus Mahakam gehört. Der hatte zwei riesige Rubine in den Augenhöhlen.
Natürlich hat er damit nichts gesehen, aber angeblich sah es sehr geschmackvoll aus. Das will ich auch haben. Wenn ich irgendwann mal komplett blind bin, dann mache ich mir zwei große Edelsteine anstatt meiner Augen rein und dann bin ich Pimp. Oh, Besuch. Dann nennen die mich alle nur noch Pimp Boxer. Was hat sie gesagt? War so viele Freunde auf einen Schlag. Junge, wo stand? Das finde ich nett, dass du dich am Kampf beteiligst. Weiß ja nicht, Freunde. Immer aus jedem raushalten und dann. Ja, ich hab's geschafft. Ohne uns, ohne mich hättest du es nie geschafft. Hey, so eine Art. Weil das ist ein Bug da oben. Ach, scheiße. Und da war ein Ort der Macht übrigens. Ja, den habe ich schon vorher gesehen. Nur ich glaube nicht, dass wir da mit. Nein, das auch nicht, aber. Jetzt nochmal. Gleich. Jetzt. Zielen und treffen. Das wird wohl nicht zu deinen Stärken. Nee. Wo bist du? Pot. Der Meister. Also, wie konntest du das jetzt befehlen? Hi, Serena. Tschüss, Serena. So, auf zu Ort der Macht. Sie wurde von Ertrunkenen geschützt. Mann, sind das viele. Hoffentlich willst du hier nicht im Aas rum. Igni? Ja, Igni. Sehr gut. Sehr gut. Ausgezeichnet. Na, was geht? Guck mal, eine alte Assassinenstatue. Ja. Die Augen leuchten, Alter. Also, wie kommen wir da? Die Treppe. Ich repariere sie. In der Zeit verteile ich mal eben meinen Punkt. Wieder Vitalität, oder? Ja. Weil wir schon fast alles voll haben. Oder wir könnten noch Zeichen eben machen. Da fehlt uns noch eins. Um es voll zu haben, komplett. Ja, wir könnten auch mal wieder noch in das Neue ran investieren. Wenn wir schon können. Irgendwie, ja. Erhöhte Intensität des Igni-Zeichens um 5, aha. Ja, aber so viel bringt das ja auch nicht, aber... Und das packen wir rein, statt Axi. 2 von 3, aber nicht mehr statt Axi können wir machen. So gehen wir voll auf Igni und... Ja, eventuell überlege ich mir auch noch, ob wir nicht noch vielleicht, wenn wir noch mehr Levels kriegen, was sehr wahrscheinlich ist. Die Spannungen zwischen dir und Yennefer und Triss nicht entgangen. Das ist schwer für Ciri, glaube ich. Meinst du ja? Kommst du endlich? Manchmal frage ich mich, ob ihr drei wisst, wie das wirkt. Triss spielt Ciris große Schwester, wartet aber gierig auf eine Chance, mit dir ins Bett zu hüpfen. Du und Yennefer spielt die Eltern. Genau. Wenn du es also auf einen Fünfer abgesehen hast, da ist eindeutig kein Platz mehr. Du verdienst nicht zu leben! Dienst nicht zu leben! Junge. Sag, nagel ihn fest. Bringst du mich auf die Idee? Und die wer? Jürgen befeuert ihn gerade. Ah. Nice, ne? Jetzt nochmal mit Jürgen drauf. Upsa. Also, dass er hier bewegungsunfähig ist. Ja, nicht, aber verlangsamt halt. Weißt du. Wenn er dann hierhin kommt, damit er von da beschossen ist, dann nicht immer nur über. Deinesgleichen habe ich keine Gnade. Laber nicht so viel rum und mach ihn fertig. Doppeltes Feuer. Ja, das ist nass. Hätten wir vielleicht noch nicht. Bei Jirrim oder wie auch immer das. Oder
auf jeden Fall nice. Loot die mal. Die geben, glaube ich, Absperrwandmonster geben, glaube ich, kein Loot. Doch, die geben Loot, aber ich glaube... Nicht immer. Sie, eine Blinde weist uns den Weg. Ja, ist das nicht bitte quer? Ironie im Übermaß. Hey! Aber sie leuchtet. Und jetzt? Sie hat E.T.'s Augen. Muss ich denn alles für dich machen? Sie hat E.T.'s Finger in den Augen. Siehst du den Wächter, der auf Bezahlung zu warten scheint? Hab gerade kein Kleingeld. Er will Blut, keine Münzen. Das ist Fjallan aus der Elfenlegende. Liest du eigentlich gar nichts? Doch, Pornos. Wenn das mal keine Narbe gibt. Ach, kann sie verstecken. Überleg mal, Jennifer war meine Bucklige. Na ja. Mit Buckel und so. Wahrscheinlich ein Auge auf der Stirn, das andere auf der Backe. Bitte sehr. Boah, ich sehe knapp gar nichts. Frag mal Philipp, ob sie dir die Augen hat. Mit den Funzeln kannst du bestimmt gut im Dunkeln lesen. Bestimmt. Ja. Der Kaiser muss Yennefer ja unwiderstehlich finden. Ihn dazu zu kriegen, dass er die Sicherheit der Loge garantiert? Was hältst du davon? Was ich davon halte, das ist offensichtlich eine Suggestivfrage. Kein Geralt, ich bin müde, setzen wir uns und plaudern zur Einstimmung? Legst du so viel Wert auf das Vorspiel? Besprich das mit Yennefer. Du wirst mit dem Kaiser arbeiten. Findest du das nicht spannend? Wir nennen sie jetzt nur noch den Flutscheinwerfer. Ich meine, doch, natürlich. Bisher hat die Loge sich oft auf schwache Herrscher verlassen. Das war unser größter Fehler. Dich beeindruckt also, wie Emhyr seine Magier an der kurzen Leine hält? Wie klug von Yennefer, dich aus der Politik rauszuhalten. Du würdest wohl nicht mal merken, woher der Wind weht, wenn du frontal reinpissen würdest. Du solltest mit Yennefer reden. Da ist eindeutig was nicht geklärt zwischen euch. Yennefer ist schon immer eigene Wege gegangen. Ich bin ganz gerührt, dass sie sich diesmal für die Belange der Loge interessiert. Du traust dir nicht. Dann geh, sobald die Jagd besiegt ist, und such dir anderswo eine Zuflucht. Redanien hat ein Angebot, wie ich höre. Da würde ich eher meinen Kopf ins stachelige Maul eines Zeugels stecken. Danke, aber ich habe andere Pläne. Diese Abmachung mit Emhyr, die ist Sache der Zauberin. Frag wen anders aus. Sie hat dir also nichts gesagt. Was ist mit persönlichen Plänen? Hat sie irgendwas erwähnt? Eine mögliche Beraterposition? Neben einer jungen, vielversprechenden Kaiserin? Bleib von Ciri weg. Sie ist erwachsen, Geralt. Das vergisst du ständig. Sie kann selbst entscheiden. Also dann. Weiter? Fotze. Meinst du nicht, du solltest langsam aufhören, dich in Ciris Leben einzumischen? Sei leise, Flutscheinwerfer. Nein. Aber dir ist schon klar, dass wir nicht irgendein Wolfsrudel sind, dass du ihr mit dem Schwert vom Hals halten kannst? Und ob ihr das seid. Und natürlich kann ich das, wenn es sein muss. Das sag ich dazu. Professionalität im Übermaß wieder, ja? Ja, natürlich. Ich meine, vergessen wir nicht andauernd den Timer. Ja, wir haben auch jetzt 100 Folgen auch dafür gebraucht, ne? Ja, zum Ende des Let's Plays klappt's und wir haben irgendwie Grafik einbüßen, wo es regnet. Ja. Warte. Das ist, glaube ich, extra. Etwas. Fühlst du es? Das ist gewollt. Nein. Mein Medaillon. Lächerlicher Schnickschnack. Lass ich nicht lache. Die Einstimmung auf Elfenmagie ist etwas schwieriger, als ein übel riechendes Monster zu erschnüffeln. Sieh her. Ahan Luma! Gesundheit, wie immer. Wingardium Leviosa! Hex, Hex! Sesam, öffne dich! Hokus Pokus, Videos! Der Sonnenstein hier. Steh nicht rum und guck doof. Versuch lieber, die Spiegel zu bewegen. Oh nein. Dumme Fotze, jetzt müssen wir wieder alles für sie machen, ja. Okay, wir müssen die Spiegel bewegen. Wie richte ich das Spiegelsystem korrekt aus? Wahrscheinlich müssen die alle... Ja. Entschuldige mich mal. Oh, die Mucke ist mal geil. Ja. Die ist aber nicht im Soundtrack enthalten. Doch. Ja? Habe ich schon in der Karre gehört. Ich glaube, du musst immer auf so einen scheiß Vorsprung und die dann auf einen Punkt bündeln. Ja, ich würde sagen Mitte. Ja, auf die Mitte.
Heute hast du es auch mit den Witzen, ne? Das hört sich verkehrt an. Extra. Alles extra gemacht. Ah, schön, danke. Ja. Kein Ding, also. Was willst du? Was ist das denn? Achso. Ein Geist! Ein Gespenst! Dann brauchen wir Jürgen. Hey, hey! Ruhig bleiben! Ja. Gerald! Kein Stress! Hallo, Gerald! Gehst du bitte aus der Ecke raus und wenn du hörst auf, dich verprügeln zu lassen? Was ist los mit dir, Alter? Gerald steht auf harte Schläge. Ja, ich sehe das schon. Das ist sein Vorspiel. Weißt du, was ich meine? Ficker. Guck mal, was er fallen lassen hat. Trank der Terenalia. Okay. Wenn. Schwert eines wilden Kriegers einer wilden Jagd. Okay. Ja, hier auf diesen Ballen da, oder nicht? Ja. Okay. Aha, okay. Jetzt muss ich den da ausrichten. Würde ich spontan ja, sagen. Klar. Das muss ein gebündeltes. Nee, nicht gebündelt. Knöllchen sein. Da ist auch noch ein Spiegel, der ich weiß, da war er gerade dran. Ich muss sagen, ey, die Witcher-Mucke, ne, die ist ziemlich geil. Also, ich habe selten was Episches gehört. Das ist Witcher. Ja, Kiral, nutzt den Schalter nicht. Why? Möchte mich jemand überfallen oder? Zack, jetzt geht der da hin und jetzt müssen wir den ausrichten. Ja, so sieht's aus. Dammit. Ich wollte die Ziegen nicht essen. Trinken, whatever. Verzehren. Danke. Okay, ich möchte gar nicht wissen, wie der jetzt gerade. Das war eine israelische Rolle. Ja, und hier ist wieder ein Büblis. Was? Ein schönes Ende. Hat er gesagt. Verflucht seist du. Aha. Stand da über sein Schild, deswegen ich kann nicht die wilde Jagdsprache. Elfisch. Was soll ich dazu sagen? Ne. 33. Ja, das auch. Aber ich sag dazu noch was ganz anderes. Nämlich. Chabla de Kut, fertig. Ja, Chabla de Kut, okay. Was soll das bedeuten? Das ist Mandalorianisch und heißt so viel wie du dämlicher Vollidiot. Ah. Und mit du dämlicher Vollidiot und mit dieser Sensation sagen wir an dieser Stelle wieder. Nein, nein, wir verlegen mit den Skillpunkt. Machst mir meinen Ausleitespruch immer wieder kaputt. Ja, ich bin dafür, wir machen. Axi. Wieso? Axi haben wir doch heute raus. Nein, ganz einfach. Das Axi, wenn wir das Axi plus das alte Axi reinpacken, dann könnten wir die Dingsklamotte hier, das rote, ersetzen. Durch blau. Ah, okay. Aber Warum? Wir haben Angriffskraft dann wieder nicht. Ja, Angriffskraft ist ja egal. Wir machen eigentlich wenig mit dem Schwert. Wir machen mehr über die Zeichen. Ja, stimmt auch wieder. Also hast du jetzt alle... willst du alle für Axi reinhauen oder was? Nein, hier. Ich pack mach du mal, mach du ja, mal. Ja, ich pack wieder ein großes blaues rein. Und dann... Also, welches haben wir nicht drin? Das haben wir drin. Das haben wir drin. Die zwei da unten. Die Hand haben wir, das haben wir nicht das drin. Das haben wir nicht drin und das andere, das da drunter. Das haben wir nicht drin. So, kriegen wir nämlich nochmal 30. Und das haben wir auch nicht drin, oder? Doch, haben wir. Doch, haben wir. Das und das haben wir drin. Das haben wir drin. Den Schädel haben wir drin. Wir haben alles andere drin. Weil du siehst ja, die sind ja hier weiß umwandelt und das heißt, dass die eingesetzt sind. Ah, okay. Ohne Scheiß checke ich jetzt erst. Schnelle Angriffe, starker Angriff. Starke Angriffe. Nee, hier, war. Meisterschütze. Das Zeitlupe aktiv ist. Ja, klar. Können wir das noch mit reinsetzen, dann haben wir hier. Haben wir wieder noch mehr Zeichenkraft. Ja. 145%. Das ist... Überleg mal, du haust überall so große Mutagene rein. Ah, mein Fuck. Nee, grüne. Ja, mein Fuck. Überleg mal, 600 Leben pro Dingens. Mal eben so 2400 Leben extra. What? Ja, okay. Mit der Sensation sagen wir an dieser Stelle See you guys. Ja, und seht das nächste Mal, wenn der gute Rockstar sich mit Philippa anlegt, mit dem Blutscheinwerfer. Mal sehen, was passiert. Jo.